Huhu! Guten Tag! Das vorletzte Video 2018. Ich wollte nur sagen, heute gibt's nichts zu essen. Nein. Nein. Ja. 2018 war ein langes Jahr für uns. Ja. Und es ist auch ziemlich viel passiert, muss ich sagen. Ja. Wir haben mit dem Channel hier auf YouTube und auch mit dem Blog riesen Fortschritte gemacht, muss man echt sagen. Das liegt übrigens an euch allen. Ja, weil wenn wir einfach nur Videos machen und hochladen und keiner guckt die, dann haben wir einfach nur mehr Videos. Apropos, weißt du, wie viele Videos das waren dieses Jahr? Ja, es waren bisher 113, beziehungsweise dieses ist Nummer 114 und bis Samstag kommen ja noch eins, sind es dann 115 Videos, die wir dieses Jahr hier veröffentlicht haben auf YouTube. Wir haben aber auch noch auf Facebook ein paar Live-Videos gemacht. Genau. Und weißt du, was wir noch gemacht haben? Was denn? Wir haben Low-Carb-Kurse gemacht, auch ja, auf Facebook. Da haben wir auch Videos gemacht. Und wenn wir dann hochrechnen, dann kommen wir wahrscheinlich auf 150 oder so. Wahrscheinlich, ja. Sowas in der Größenordnung. Wow. Ja, das ist ganz schön viel. Ja. Diese Videos auf YouTube hier übrigens, habt ihr insgesamt 1,8 Millionen Minuten lang angeguckt. Also dieses alle Videos. Jahr. Dieses Jahr. Das sind 3,5 Jahre. Ja. Knapp. Lustigerweise haben wir seit Oktober 2014, seit es diesen Kanal hier gibt, bis zum 31.12.2017 nur 1,7 Millionen Minuten gemacht. Genau, das bedeutet, die Hälfte unserer gesamten Abspielzeit war dieses Jahr. Ja. Aus den letzten 4,5 Jahren. Und an Aufrufen haben wir die 1 Million geknackt. Genau, und davon war auch über die Hälfte dieses Jahr. Ja, ihr seid Wahnsinn. Eine Million Videoaufrufe, ja. Das ist für uns ganz schön viel. Mhm. Manch anderer YouTuber lacht darüber. Wir haben auch gelacht, aber anders. Wir sind geflasht von euch. Danke. Ja. Deswegen haben wir heute auch gesagt, weil heute der 26. Dezember ist und es ist ja Weihnachten und da willst du bestimmt nicht kochen. Oder hast du schon gekocht? Keine Ahnung. Deswegen haben wir gesagt, geben wir mal so einen kleinen Rundumblick, mal so einen kleinen Einblick in unseren Kanal, weil wir wollen Danke sagen, weil wir sind geflasht von diesen Zahlen, ganz ehrlich. Ihr und seid, von euch. Ja. Wir haben nämlich auch von euch, von wem denn sonst, ungefähr 15.000 Däumchen bekommen. Dieses Jahr. Mhm. Däumchen. Ja. Das sind viele Menschen. Ich sage immer Likes und das ist immer falsch. Ja, es heißt Däumchen, es heißt gefällt mir. Aber wenn du rechnest... Weißt du, was auch eine Premiere ist? Hm? Ich habe heute ziemlich genau um das 100. Mal geguckt, ob mein Ton läuft dieses Jahr. Ich mache das nicht in jedem Video, aber fast. Das dürfte heute rund das 100. Mal gewesen sein in diesem Jahr. Ja, das ist immer das, was ich rausschneide in den Videos. Mhm. Ah. Und er läuft jedes Mal. Mhm. Meistgegucktes Video dieses Jahr. Die Keto-Brötchen. Genau. Und von denen, die dieses Jahr veröffentlicht worden sind? Die Weißwürste. Wir du weißt aber komischerweise gut Bescheid. Geil. Steht auch gar nicht auf dem Zettel hier. Ich habe auch gerade gar nicht geguckt. Nee. Bei dem Weißwurst-Video haben wir nämlich gezeigt, wie man Weißwürst richtig zuzelt. Und anscheinend war zum Oktoberfest dieses Video so beliebt, dass es ja, und hochschoss. Frau nimmt Weißwurst in den Mund. Kannst du da oben übrigens ja, aber beide Videos über i verlinken, da kannst du gucken. Was wir uns dieses Jahr gespart haben, ist eine Top 10 Rückschau. Nennt was man das so? Was die Top 10 Videos dieses Jahr waren für uns oder für euch? Ja, aber das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht. Man kann ja auch mal was Neues machen. Mhm. Deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns hier hin und labern einfach vor uns hin, so lange, bis es euch langweilig wird und ihr ausschaltet. Aber schreibt das mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht, wenn wir mal so einen Einblick in die Zahlen unseres Kanals geben. Wenn du einen Einblick in unseren, hier, Behind the Scenes. Behind the Scenes. Wenn ihr Behind the Scenes haben wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, weil wir bauen unser Studio gerade um. Gerade will das nämlich keiner noch sehen. Außerdem müssen wir vorher aufräumen. Deswegen ja. Nicht nur das Studio. Was? Nein. Ja, gut, jetzt ist gerade Weihnachten. Sie hat ganz viel aufgeräumt und ich habe übrigens geholfen. Ja. Ne? Nur mal, muss man sagen, ich habe die ganze Küche aufgeräumt, alle 5,5 Quadratmeter. Wenn man eine Woche lang Tetris mit Töpfen und Geschirr spielt, dann hat man ganz schön viel aufzuräumen, wenn man das alles auf einmal macht. Hast du das gerade ernsthaft offiziell auf YouTube gesagt? Entschuldigung. Ah. Nein, aber ich denke, wenn wir den Umbau in 2019 hinbekommen, dann gibt es auch ein Behind the Scenes. Ja. Außer du sagst nein, dann nicht. Dann nicht. Weißt du, was du noch kriegst von uns? Einen Ausblick auf nächstes Jahr. Mhm. Genau. Wir haben eine Änderung, die wir uns gedacht haben. Genau.
da haben wir auch ein bisschen Angst vor eventuellen Reaktionen, muss ich leider Gottes ehrlich sagen. Wir reduzieren nämlich die Rezeptvideos. Wir gehen runter von 2 Rezepte pro Woche auf 1 Rezept pro Woche. Okay, ich habe jetzt gerade in der Kamera gesehen, dass du irgendwie den Mittelfinger... Nein, 2 auf 1. Von 1 auf 1 Rezept. Aber wir machen deswegen nicht weniger Videos, sondern wir ersetzen dieses eine Rezeptvideo entweder Mittwoch oder Samstag, das wissen wir noch nicht genau, zumindest für eine Zeit lang durch Infovideos, also Fachthemen. Ihr dürft euch auch was wünschen. Na klar. Wünsche werden gern genommen. Also Labervideos, in denen wir erklären, wie was funktioniert, was ist Ketose, wie funktioniert Verdauung, Ballaststoffe, bla. Was ist der Unterschied zwischen Mandelmehl und gemahlenem Mandeln? Ja, auch sowas. Ja. Genau. Haben wir A, Bock drauf und B, ist sich das schon mehrfach gewünscht worden. Nur ein drittes Video zusätzlich, dauerhaft, kriegen wir einfach nicht unter. Weil es kommt nämlich noch mehr Neues. Kurse haben wir gerade schon angetriggert oder angeteasert, haben wir schon dieses Jahr ein bisschen damit angefangen. Das wird nächstes Jahr noch viel mehr, findet halt hauptsächlich auf Facebook statt und auf unserer eigenen Kursplattform, die wir dann auch freischalten. Außerdem gehen wir in Richtung Ernährungsberatung. Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, Coaching, Einzelberatung etc. pp. Das heißt, wir professionalisieren etwas. Ja, wenn du für diesen ersten Kurs, den wir ja schon in den Startlöchern haben. Wir haben nur noch keinen exakten Starttermin. Wenn du informiert werden willst, wann der losgeht, es wird ein Anfängerkurs über Low Carb sein, dann schau mal unten in die Infobox und auch oben über dem i, da ist ein Link. Da kannst du dich eintragen in eine Liste und dann benachrichtigen wir dich, wenn der Kurs startet. Also wir benachrichtigen dich rechtzeitig. Ja, natürlich unverbindlich. Das ist keine Anmeldung, die dich irgendwie zum Kauf verpflichtet oder sowas, sondern einfach unverbindliches, sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. Genau, und dann darfst du überlegen, ob du mitmachen willst oder nicht. So ist das. Weißt du, was ich auch noch total geil finde? Was denn? Die Telekom. Mhm. Die Telekom hat uns versprochen, nach 30 Jahren, dass wir hier in Bayern auf dem Land richtiges Internet bekommen. Also so richtig echtes Internet. Nicht so 16 Mbit runter und 1 Mbit drauf oder sowas. Weil mit so unserer Internetanbindung ist YouTube-Videos hochladen ziemlich übel. Und die haben gesagt, im Laufe des nächsten Jahres, vielleicht sogar schon im Frühjahr, kriegen wir eine richtige Leitung. Abhängig von der Witterung. Könnten wir eventuell Livestreams machen. Wir können das jetzt auch schon, aber es kommt halt nur jeder fünfte Frame an oder so. Ja, und es sieht halt einfach nicht schön aus von der Qualität, weil das so weit runtergerechnet wird. Das heißt, wir sind sehr verpixelt. Aber wenn die Telekom das geschalten hat, und also gebaut hat erstmal und dann geschalten hat, dann können wir live kochen. Können wir live kochen. Ja, schreib mal. Hast du da Bock drauf? Schreib das mal unten in die Kommentare. Heute mal ganz viel, schreib mal in die Kommentare. Genau. Was du auch in die Kommentare schreiben darfst, ist ein Thema, das mich persönlich ganz, ganz stark interessiert. Wir sind auf Facebook kürzlich angeschrieben worden, ob wir Kochkurse geben. Mhm. Die Antwort ist erstmal nein, tun wir nicht. Also noch nicht. Noch nicht. Die Frage ist, ist das dann gewünscht? Hätte da jemand Interesse dran? Weil so ein Videokochkurs, der natürlich ist natürlich dann nicht live und vorproduziert, könnten wir machen. Also das ist jetzt nicht so das Thema. So Anfänger, Grundlagen, Low Carb oder generelles Kochen, hat da jemand Bock drauf? Weil wenn ja, dann klar, warum nicht? Auch das bitte unten in die Kommentare. Genau. Ich fühle mich wie so ein Ansager. Genau, und die Kommentare werden am Ende alle so lang. Ja, genau wie die E-Mails übrigens. Wir kriegen ganz, ganz viele E-Mails momentan. Danke. Ja. Mit ganz viel tollem Inhalt. Mhm. Ganz viele coole Kommentare, E-Mails, Facebook-Nachrichten und. Und das macht richtig Spaß, wenn man Feedback bekommt. Das motiviert uns echt richtig. Danke. Danke. So geht das. Ich bin ein Mann, ich gebe Däumchen. Ich bin eine Frau, ich gebe Herzchen. Na gut. Wir hatten das schon mal, schau mal, wir haben schon mal so gemacht. Guck, also meins ist ziemlich gut. Ja, meins. Meine Hälfte. Meins. Ich habe andere Hände als du. Ja, ich weiß schon. Und nachdem wir Einhornplätzchen gebacken haben. Komm mal runter, wir sind hier im. Wir Einhornplätzchen gebacken haben, ist das mit dem. Mir nicht sowieso egal. Das ist schon wurscht. Wir haben dieses Jahr noch was gemacht. Und zwar haben wir Steady und Patreon geschalten. Und wir wollten ein ganz, ganz, ganz großes Danke und nochmal so ein Herzchen geben für alle. Für alle, die uns da unterstützen auf Steady und auf Patreon. Danke, danke, danke. Genau, das hilft wirklich sehr. Ja. Weißt du, was noch dieses Jahr war? Wann? Dieses Jahr war echt heavy. Was denn? Wir haben
unsere Abnahme ging weiter. Nachdem wir jetzt eine Zeit lang ein bisschen stagniert sind, liegt auch daran, weil wir hier auf YouTube ja so viel kochen und backen. Das will ja alles irgendwie gegessen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt finally unter 100 Kilo. Ja. Ich bin bei 98 irgendwas. Und das bedeutet, ich habe ganz offiziell 36 Kilo abgenommen. Ja, und ich habe die 20 Kilo Abnahmemarke geknackt. Also ich habe nur noch knapp 20. Ich bin jetzt bei 63,9, 64,2. Schwankt so ein bisschen. Wahrscheinlich bin ich bis Anfang des Jahres wieder bei 66, weil es ist ja jetzt, es ist ja Weihnachten. Aber es geht runter. Also. Ja, es funktioniert immer noch und es macht es immer noch lecker. Ja. So, gut, wir haben ansonsten genug gelabert. Ja, eigentlich wahrscheinlich schon viel zu viel für die drei Leute, die jetzt noch zugucken. Also du, ich und du. Ja. Danke für 2018. Viel Spaß mit 2019 an dich und an uns, weil wir werden definitiv Spaß haben. Mhm. Und ansonsten ein schönes Restweihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und wir sehen uns dann in 2019. Nee. Was? Samstag. Samstag kommt ja noch ein Rezept. Samstag kommt ein Rezept. Genau, da kommt was, aber nicht zum Essen. Nee, was zum Trinken. Ja, wir machen nämlich Baileys. Low Carb Baileys. Ja, noch schnell für Silvester. Genau. Ein Raclette-Video machen wir dieses Jahr nicht mehr. Ich antworte mal so auf den Kommentar von letzter Woche. Ja, das habe ich aber, glaube ich, schon. Hast du schon? Ja, dann habe ich es jetzt nochmal so erwähnt. Gut, egal. Wir verpickeln uns. Bis dann. Ja, wir sagen nochmal ganz feste Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke.